herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder passiert. Es gibt einen Trackday auf dem Wilster Berg im Rahmen der PS Days. Auf jeden Fall dabei sein, Juni 7. bis 9. in Hannover. Große Messe, Tuning-Messe wird geil. PS Days haben wir eingeladen, ich habe das Ganze ein bisschen organisiert, habe die passenden Leute eingeladen. Ja, heute geht es um nichts, außer Spaß haben, ballern, wie immer. Open Track Day, jeder kann fahren. Wir haben eine wilde Mischung an Fahrzeugen. Diesmal auch so ein bisschen seriennah, also es geht so ein bisschen in Richtung Leute, die nicht so viel fahren. Und die typischen Verdächtigen, ich bin mit dem Arbeit da, die ganzen M3 sind da. Wird auf jeden Fall geil. Wir gucken mal, was der Tag so mit sich bringt. Projektleiterin der PS Days gemeinsam mit Guido, der sich leider noch vorstellen wird. Genau. Und ich bin zuständig quasi für das Marketing der PS Days. Ich bin Guido, wie Lisa gerade schon gesagt hat. Wir teilen uns die Projektleitung, auch was Neues für uns. Und ich kümmere mich um den Vertrieb. Wir sind heute am Wilster Berg. Wir haben heute eingeladen zu dem PS Days Track Day gemeinsam mit Philipp und wollen hier heute einfach eine geile Zeit haben und uns schon mal auf die PS Days einstimmen. Berg ist auf jeden Fall eine der geilsten Rennstrecken in Deutschland. Super herausfordernd, super abwechslungsreich. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich bin Andreas Reibchen, das ist mein Name, ich bin Gesellschafter hier am Wilster Berg, unter anderem auch mit der Firma NET Performance hier so ein bisschen unterwegs. Ja, und das ist das Rennauto, was ich auf dem Berg benutze. Das ist ein Lamborghini Hooper Huracan Super Trofeo. Das ist ein Auto ohne Straßenzulassung, V10 620 PS. Er ist innen drin einfach Rennwagen, aber die Grundkarosserie ist nach wie vor der Huracan. Also es ist kein GT3, sondern ist so ein Zwischending zwischen GT3 und Straßenwagen. Und dementsprechend kenne ich die Strecke auch ganz gut. Inzwischen bin ich also mit dem Fahrzeug mit einer 1,42 unterwegs. Ich habe den jetzt erst seit ein paar Wochen, da geht noch ein bisschen mehr. Also ist schon fix unterwegs hier mit dem Gerät. Also langsam steigt die Mutgrenze beim Auto. Ganz sicher. So, moin, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was willst du wissen? Stell alles? Alles. Die nackte Wahrheit. Oh, das verträgst du nicht. Ich bin Locke von Holz kommt Scholz und ich bin Mitte 30, von der Blüte meines Lebens und ja, ich habe Spaß an Autos, ich habe Spaß an Holz und mag das zu kombinieren, ja. Also ich fühle mich schon wieder als Freak, ja. Hast du eine Haube mit oder keine Haube mit? Keine mit. Okay, let's go. Ich bin der, der eigentlich ziemlich alles mit Holz machen kann, was man will. Hi, wir sind Harun und Yusuf, euer Lieblingsgebrauchtwagenhändler. Wir sind wie diese aus dem Fernsehen. Kennst du Dragan und wie? Micha, du Stricher, komm mal runter, Mann! Ja, mein Name ist Harun, Gürkstu von der Firma SG Remscheid. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich bin der Yusuf, der die coolen Felgen hier von Philipp seine RS4 gemacht hat. Guido Performance, genauso wie auch hier. Aber unser Traum ist trotzdem Outhändler zu werden. Aber er ist leider schon Outhändler. Aber wir wären das perfekte Duo, ich glaub mir. Wenn ja. Du und ich, das wäre, jeder wird bei uns ein Auto kaufen, aber nie wieder nochmal kommen. Ja, das ist doch sehr gut. Das ist nicht meine Intention. Also, Dankeschön für die Veranstaltung. War auf jeden Fall mega, war locker, war cool drauf. Hat mega Spaß gemacht. Für mich war es das erste Mal. Ich habe fast mein Auto zersägt, aber ist alles gut gegangen. Aber der hier fährt halt wie ein geisteskranker Profi. Servus Leute, ich bin Jon von Stahlwerks und ja, ich bin
eine eigenständige, selbstständige Kfz-Tuning-Werkstatt. Und das ist also aus dem Hobby entstanden. Die ganze Sache ist so groß geworden durch den ganzen Social-Media-Kram und weil wir uns halt einen Arsch aufreißen jeden Tag. Ja, wir waren letztes Jahr schon bei den PS-Days. Das war schon richtig geil. Dieses Jahr die ganze Sache nochmal eine Spur krasser für uns, weil wir mit zu dem kleinen Track, der hier heute kommen durften, zu der kleinen Presseveranstaltung von PS-Days. Wir machen halt überwiegend nur Autos für die Szene, so zum halt Anschauen bei Tuning-Events. Mega Fun gemacht, dann auch, dass wir oben noch drauf konnten und so ein bisschen driften oder mehr weil drehen konnten. Die Jungs von Tofu Garage hier auffällig durchgedreht. Das ist richtig. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns alle zahlreich beim PS-Days sehen in Hannover und dass es da richtig krachen, die After- und Aftershow-Partys. Hi, ich bin Alex, ich bin von der Tofu Garage. Ich mache sehr viel Quatsch mit japanischen Autos. Aber wir hatten heute sehr viel Spaß hier, das muss man sagen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin Lisa. Ich bin auch Content Creator. Bin heute mit meinem M4 da. Das allererste Mal mit dem auf der Rennstrecke. Sonst fahre ich meinen E46 M3. Der ist mir jetzt allerdings zu schade, weil es da immer weniger Teile für das Auto gibt. Und mein Herz hängt an den klassischen Autos. Ich bin der Benny vom BK Performance. Und ich habe hier meinen E36 mitgebracht. In dem Fall ist es aber ein Turbo-Umbau. Ja, damit lassen wir es heute ein bisschen krachen. Mein Herz hängt an den klassischen Autos. Okay. Moin Moin, hi. Ja, ich bin Christian Weber, Geschäftsführer Firma Polybauer aus Lehrte. Spezialisiert, wie gesagt, haben wir uns auf Honda. So wie hier bei dem Civic Type R. Das ist unser Track-Tool, mit dem wir hier halt fahren. Da müsste man dann halt sagen, okay, das machen wir dann halt nicht, wenn man noch auf der Straße fahren will. Sind da kleine Grenzen auf und nach oben, ne? Grüß dich, Tom. Und? Grüß dich. Kleines und? Feedback vom Tag? Ja, mega, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das immer schafft, dass immer geiles Wetter ist, gute Leute. Also es ist ja bisher bei jeder Veranstaltung mal top gewesen, ne? Muss man einfach sagen. Ja, du, solange alle Autos immer heile, oder was heißt alle? Alle ja nicht, aber unsere Autos zumindest heile wieder auf dem Anhänger stehen, ist immer ein guter Tag, ne? Egal, was passiert ist. Ich bin Marlo, komme aus der Nähe von Oldenburg oder aus Oldenburg, da die Ecke. Und ja, das ist mein kleines Track-Tool. Mein Herz hängt an den klassischen Autos. Die Reifen sind zwar ziemlich fritte, aber na gut, die fahren wir heute auf. Ist mega, mega geil. Das Wetter ist absolut Endstand. Also ist alles raus, was keine Miete zahlt. Vorne so wie hinten, dann einmal alles auslackiert, Schiebedach rausgeflogen. Da ist dann ein GFK-Deckel quasi reingekommen. Das ist schon gar nicht verkehrt. Das macht echt viel, viel, viel Spaß. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Sehr ikonisch. Ja, danke, danke. Mein Name ist Igor. Das ist der liebe Steven. Und ohne den Steven wären einige Projekte bei mir auf YouTube nicht möglich, ne? Was man auch gesehen hat. So zusammen schaffen wir das schon ganz gut. Wie oft am Tag rufe ich dich an? 2-3 Mal. Was geht ab? Was geht ab? Was ist da los? Das Geile ist aber, heute ist PS-Days, Track-Days und wir konnten hier dabei sein. Und der liebe Steven hat sein Auto mitgebracht, was mega krass abgeht. Ich durfte 2 Runden mitfahren. Ich fahre nie wieder mit dir mit. Erzähl mal, wie ich da rumgeheult habe. Ja, wir sind eigentlich nur ganz langsam gefahren mit kalten Reifen. Und Igor hat auf jeden Fall geschrien wie Mädchen. Ich muss da mich langsam rantasten. Ich bin Adam von Race City. Strom. Hast dich erschrocken, wa? Damian und ich haben so ein Hobby, wir sammeln kaputte Nissan. Sehr Davon geil. Haben wir einige. Das ist richtig. Nur fahren wäre ja langweilig. Das war der erste Testlauf für unseren Drifter, den wir mühsam gebaut haben und auch heute sehr einfach kaputt gemacht haben. Ansonsten vielen Dank für diesen unfassbar tollen Tag an PS Days und natürlich auch Philipp Kees. Heißt es eigentlich Kees oder Kess? Ja, ich bin der Philipp aus Hannover. Ja, das war PS Days Pressetag auf dem Bülzer Werk. Das war mal ein ganz anderes Video. Ich habe noch keine Ahnung, was raus wird. Ich kann einfach nur sagen, der Tag war mal wieder einfach nur geil. Wir hatten nicht so viel Zeit, ich bin viel zum Fahren gekommen. Es macht mir einfach richtig Laune, dieses Grinsen in den Gästen zu sehen. Es war wieder eine bunte Mischung. Verschiedenste Leute, alle waren happy. Alle haben den Tag gefeiert. Ich kann nur noch mal vielen, vielen Dank an die PS Days sagen. Ich freue mich auf die Messe. 7. bis 9. Juli, Hannover, PS Days. Wir geben wieder Gas. Die Messe wird geil. Es gibt eine Showstrecke, es gibt eine Kartbahn, es gibt ein Abendprogramm, dazu mir das schwer. Aber sichert euch jetzt schon Tickets und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.